Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wie versprochen befinden wir uns immer noch in Malabar Tor. Und zwar sind wir jetzt gerade hier oben. Das ist vom Wegschrein von Vulquasten aus, so ein bisschen nach rechts auf der Karte. Und da werden wir jetzt die Quest mit gleicher Münze annehmen. Ihr müsst meiner Tochter helfen. Schamane Jarnak hat uns angegriffen. Was ist geschehen? Schamane Jarnak hat meine Tochter mit Ulagash erwischt, dem Sohn des Häuptlings der Drublok. In der Regel haben wir nur kleinere Scherereien mit den Drublok, aber jetzt sind sie zu weit gegangen. Ist sie verletzt? Nicht dieses Mal. Aber ich fürchte, Schamane Jarnak heckt etwas gegen uns aus. Meine Tochter stand nach dem Angriff unter Schock. Sie wollte nicht mit mir reden. Versucht, ob Dalaret mit euch spricht. Jemand muss die Drublok aufhalten, ehe sie etwas gegen uns unternehmen. Ich spreche mit Dalaret. Ich habe Dalaret im Dorf gelassen. Sie sagte, sie würde in der Zwischenzeit zu Zen beten. Das liebe Mädchen. Versucht alles, um ihr zu helfen. Ich warte im Tal neben dem Haus des Drublocks. Wie hat dieser Konflikt begonnen? So wie derlei Dinge für gewöhnlich immer beginnen. Mit jugendlichem Übermut. Ulagash, der Sohn von Häuptling Ulkas, hat heimlich um die Gunst meiner Tochter gebuhlt. Ich habe ihr gesagt, dass keine Liebe je Bestand hat. Es dauerte nicht lange, bis der Drublok-Schamane Wind von ihren heimlichen Treffen bekam. Dann begann das Blutvergießen. Was heißt, dass keine Liebe je Bestand hat? Wer hat wen getötet? Niemand weiß, wer zuerst zugeschlagen hat. Es war eine Schlacht. Chaos. Blut, Zorn! Jetzt haben die Drublok geschworen, uns alle zu töten. Wenn sie doch einfach verschwinden würden. Bei Zen, wir werden unser Zuhause nicht aufgeben. Wer ist Zen? Es überrascht mich nicht, dass ihr fragt. Wenige verehren heutzutage noch Zen. Obwohl seine Schreine einst überall in Walenwald zu finden waren. Er ist der Gott der ehrlichen Mühe und der gerechten Vergeltung. Da ist es nur passend, dass wir die Waldorks für ihre Taten bezahlen lassen. Warum gibt es nicht mehr Schreine, die Zähnen geweiht sind? Die Knahaten-Grippe hat seine Anhänger dahingerafft. Es heißt, argonische Schattenschuppen hätten sich unter unsere Anhänger gemischt, um die Grippe zu verbreiten. Verflucht sollen sie sein! Wir sind die letzten Anhänger von Zähnen. Wenn wir gegen die Drublok fallen, wird es niemanden mehr geben, um die alten Bräuche zu ehren. Wie hat dieser... Ne, das ist ja dann das Gleiche. Die haben sich untergeschmuggelt, um eine Grippe zu verbreiten. Was für ein Quatsch. Eieiei. Moment, da kommen wir nicht hoch. Wir müssen quasi dem Weg folgen. Ja. Wir gehen hier, glaube ich, rein, ne? Genau. Die Frage ist nur, wo müssen wir hin und komme ich da noch lebendig an? Nee, das ist noch weiter hoch. Hä? Moment. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier richtig ist. Es sei denn, die steht jetzt hier oben. Aber da steht sie nicht. Da sind die Würger. Es muss noch irgendwie eine andere Auffahrt, wollte ich gerade sagen. Einen anderen Aufgang hier geben, wo wir hochkommen. Ah, können wir hier hoch? Können wir hier hoch? Können wir hier hoch? Yes! Hier ist schon mal was zu lesen. Das werden wir jetzt nicht lesen. Das könnt ihr aber gerne lesen, wenn ihr möchtet. Ich denke mal, das hat nichts damit zu tun. Ah, hier hinten. Hallöchen! Wir wollten keinen Ärger verursachen. Wie kann Liebe zwischen zwei Leuten so viel Leid erzeugen? Tja, das musst du mal Romeo und Julia fragen. Euer Vater sagte, ihr wärt angegriffen worden. Es ging alles so schnell. Ich kann mich nicht... Schamane Jarnak stürmte wutentbrannt auf uns zu. Er schrie, dass wir unwürdig wären, an Maulochs Schrein zu beten. Dann zog er die Waffe. Ulagash, mein Geliebter, ihr müsst ihm helfen. Ihr und Ulagash wart Geliebte? Ja, das hat der Vater doch schon erklärt. Ich hatte gehofft, dass dem eines Tages so wäre. Aber Schamane Jarnak hat gesehen, wie wir einander vor ein paar Nächten am See in die Arme gesunken sind.
Er muss es Häuptling Ulkas erzählt haben. Sie ist völlig außer sich geraten. Seitdem enden alle Zwiste in Blutvergießen. Der Frieden ist zerschlagen. Warum hatte der Häuptling solche Einwände? In den Augen von Zuen findet jede Liebe Anerkennung. Aber die Jünger von Mauloch, wie Schamane Janak, meinen, dass Orks unter sich bleiben und nicht mit anderen Völkern verkehren sollten. Mein lieber Ulagash muss immer noch mit dem Schamanen Janak da drin sein. Ich fürchte um sein Leben. Bitte helft ihm. Wohin soll ich gehen? Sie waren noch in Maulochs Schrein, als ich davonlief. Ich glaube, Ulagash wurde vom Schamanen niedergestochen. Hab Erbarmen, Zuen. Lass nicht zu, dass wir auf diese Weise voneinander getrennt werden. Oha, niedergestochen hört sich natürlich nicht gut an. Jetzt müssen wir nur mal eben schauen. Der zeigt das hier so ein bisschen. Das ist das Dorf hier unten, ja? Da müssen wir hinreiten. Ich denke mal, dass wir den Weg hier oben nehmen müssen. Ja, genau. Hier. Ich meine, ich finde es ja schon gut, dass sie wenigstens friedlich sind. Dass man hier... Oh, ich sag gerade noch so schön, dass die friedlich sind. Waren die da oben denn friedlich? Das verwirrt mich gerade ein wenig. So, betretet den Schrein. Du bist hier der Böse. Das Blut von Ulagash klebt an euren. Wir werden zu Maulochs Ehren ein Massaker. Hallo? Ulagash liegt tot neben dem Schrein Maulochs. Blut sickert noch aus der Stichwunde in seiner Brust. Wir untersuchen die Leiche. Ulagoshs Leiche trägt Foltermale. Ein Symbol wurde ihm in die Stirn geritzt, das Siegel von Mauloch. Ach, hey. Ich hasse solche Storys. Ja, dann hätten wir das andere vielleicht doch mal lesen sollen. Dritte Erstsaat. Vater hat uns zum Schrein geführt, den der Weber beschrieben hatte. Ich sehe überall nur Schreine, die Mauloch geweiht sind, und es sieht aus, als würden hier seit Jahrzehnten Drublock hausen. Aber wenn der Weber diesen Ort als den unserer Vorfahren bestimmt hat, dann werden wir das schon hinbekommen. Laut der Orks haben andere Bosma eine Höhle unter dem Dorf als Schrein benutzt. Ich frage mich, welche anderen Bosma hier wohl gelebt haben. Viel haben sie nicht hinterlassen. Ich habe Weber Sander Erion geholfen, unsere Geschichte niederzuschreiben. Er selbst kann nicht schreiben, aber ich habe es gelernt, als wir eine Zeit lang im Hafen waren. Kritzel, 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 den lieben langen Tag. Tja. Hier ist ansonsten nichts mehr zu lesen oder so, ne. So, nehmen wir die Sachen noch mit. Sprecht mit, das war nicht sie, oder? Ja. Oh, hier. Ach, das war er. Das Dorf. Ich konnte ihm nicht helfen. So viele Tote. Oh, Zen. Was haben wir getan? Was ist geschehen? Ein Blutbad. Häuptling Ulkas hat sie alle getötet. So viele Schreie, die durch das ganze Tal halten. Wie konnte das geschehen? Ist das das Werk des Schamanen? Schamane Janak ist tot. Er hatte gedroht, Dalaneth zu töten. Zuen, das ist mehr als ein paar Schultern tragen kann. Meine Tochter Dalaneth, mein einziges Kind. Ich konnte sie nicht finden, bevor ich fliehen musste. Einige Dörfler sind in den Wald gerannt, um sich zu verstecken. Könnt ihr bitte nach ihnen suchen? Sie könnten wissen, wo sie ist. Ich gehe zurück ins Dorf. Ja. Ich sage, ich hasse solche Geschichten. Okay, ich wollte gerade sagen, hier kam ich doch eben ganz normal durch. Aber klar, die sind natürlich jetzt alle hier eingedrungen und haben überfallen. Hat sie sich da drin versteckt oder dahinter? Nee, dahinter, ne? Hi, ich bin hier, um dich zu retten. Wer seid ihr? Zen? Was haben wir getan? Also, ich bin hier, um euch zu retten.
Der Weg nach draußen ist frei. Habt ihr Dalanet gesehen? Ich habe sie seit dem Angriff nicht gesehen. Ich muss einfach hier raus. Dann lauf. Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Wir müssen... Such nach Überlebenden tiefer. Ja, aber da unten... Da komme ich quasi nicht mehr hoch, oder? Es sei denn, ich laufe jetzt hier rum. Ich gehe erstmal da hinten gucken. Irgendwo müsste hier... theoretisch unser Ziel sein. Praktisch sehe ich hier nun Mammut. Ach, da ist er. Nee, nicht er. Wieder jemand anders. Götter, lasst meine Zeit noch nicht gekommen sein. Ich bin hier, um zu helfen. Habt ihr Matragors Tochter gesehen? Nein, nur die wütenden Droblok. Zeen, warum habt ihr uns verlassen? Er hat euch nicht verlassen, er ist nur kurz in Urlaub gegangen. Moment, jetzt war das doch hier oben. Hallo. Da. Traut den Orks nicht, habe ich gesagt. Alter, geht das noch? Oh, erstmal rein in die Fresse hier. Genau, kümmer du dich mal drum, Funke. Ich helfe dir mal ein bisschen. Puh, das war toll. Ja, das mag für dich toll gewesen sein, für mich nicht. Ich bin mich hier friedlich am Unterhalten und da schlägt mich einer von der Seite. Traut den Orks nicht, habe ich gesagt. Ja. Aber haben sie gehört? Jetzt sind sie tot. Alle tot. Ja, ich hätte auch tot sein können. Der hätte mir auch einen Kopf abschlagen können oder so. Was will der eigentlich von mir? Sehe ich wie ein Waldelf aus? Matragor hat mich geschickt, um Überlebende zu finden. Habt ihr seine Tochter gesehen? Nein, das arme Mädchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bestien sie am Leben gelassen haben. Ja, kann ich mir... Oh, falsch. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, aber wir müssen es versuchen. Ist das hier eigentlich... Ja, das ist eine von den Quests, okay. Er ist immer noch hier. Habt ihr jemanden gefunden? Dalanet? Ich habe einige Einwohner gerettet, aber Dalanet wird immer noch vermisst. Sie müssen sie verschleppt haben. Würde ein Vater... Alter, was ist mit euch eigentlich nicht in Ordnung? Mein Gott. Geht es noch? Habt ihr jemanden gefunden? Sie müssen sie verschleppt haben. Würde ein Vater denn nicht wissen, wenn seine Tochter tot wäre? Die Drublok haben unser ganzes Dorf verwüstet. Monster allesamt. Die Taten meiner Tochter haben diesen Wahnsinn nicht verdient. Hinter all dem muss noch mehr stecken. Wir haben die Drublok willkommen geheißen. Wir haben ihnen den Kelch der Freundschaft gereicht. Und das ist ihr Dank dafür? Häuptling Ulkas war ehrbar und gerecht, doch Schamane Janak hat das geändert. Und all die anderen sind seinem Blutrausch gefolgt. Sie sind kaum mehr als Tiere. Was werdet ihr jetzt tun? Meine Freunde sind fort. Meine Tochter verschwunden. Was bleibt mir da noch? Mir bleibt nichts mehr außer Wut und Trauer. Häuptling Ulkas muss für dieses Massaker bezahlen. Sie muss sterben. Blut für Blut. Vergeltung in gleicher Münze. So will es Zen. Ich kann mich noch gut dran erinnern, dass wir schon mal sowas hatten. Und da habe ich gesagt, nee, Blut, Blut um Blut, das ist nicht gut. Also, ja, so ähnlich habe ich das gesagt. Ihr wollt, dass ich Häuptling Ulukhats, wie auch immer, töte? Es ist der einzige Weg, der mir noch bleibt. Sie muss meine Tochter geholt haben. Also muss sie sterben. Häuptling Ulkas wird in ihrem Langhaus oberhalb des Schreins von Mauloch sein. Sucht mich im Schrein von Zen am anderen Ufer des Flusses auf, sobald sie tot ist. Ich muss um Führung beten. Naja gut, wenigstens habe ich nicht die Auswahl. Also wenn ich jemanden töten soll, dann soll ich jemanden töten, dann ist das okay. Aber wenn ich die Auswahl habe, soll ich das jetzt machen oder nicht? Wieso wird das eigentlich hier nicht angezeigt? Ach, das ist höher. Moment. Das ist mir hier komplett falsch. Komme ich denn da am besten hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Das wäre dann die nächste Frage.
glaube hier, oder? Naja. Ihr könnt ziehen, was ihr wollt. Das ist mir egal. Ich gehe mal eben euren Häuptling töten. Wir haben zurückgenommen. Ihr kämpft, um Leichen zu... Ihr bringt Zerstörung über das Tal. Mauloch, ich gebe mein Blut. Hallo? Die ist jetzt aber spät umgefallen. So, du bist gesund. Ich hab dich geheilt. Jetzt steh wieder auf. Helft mir. Die Droblock. Haltet still. Ihr habt viel Blut verloren. Der Häuptling, sie ist verrückt geworden. Ulagasch und ich. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Und Schamane Janak. Er hat das Blut von Ulagasch eingesetzt. Dem Sohn des Häuptlings. Wie hat all das hier angefangen? Schamane Janak wollte mich töten. Aber Ulagasch hat es verhindert. Er warf sich in den Schlag, der für mich gedacht war. Bitte, ihr müsst dieser Sache ein Ende machen. Sagt meinem Vater, kein Blutvergießen mehr. Ich werde es ihm sagen, Dalaneth. Aber ob er auf mich hören wird, das weiß ich nicht. Vor allem, wenn sie jetzt sterben wird, dann sieht's übel aus. Hallo? Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt muss ich mit ihm reden, ne? Aber wo ist der jetzt genau hin? Der hatte irgendwas gesagt, aber... Wie komme ich da jetzt hin? Ja! Jetzt mal hier. Abkürzung. Weg da, hab keine Zeit für euch. Hallo? Wo kommen die denn jetzt her? Sind die jetzt übers Wasser gelaufen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Das sind Wasserläufer. Ich dachte, übers Wasser folgen die mir sowieso nicht. Ja, falsch gedacht, würde ich sagen. Muss ich in einem anderen Spiel auch noch lernen, übers Wasser zu laufen. Bei Hinterm Horizont. Habt ihr Neuigkeiten? Habt ihr meine Tochter gefunden? Sie ist tot. Häuptling Ulukatz hat sie umgebracht. Nein. Mein eigen Fleisch und Blut, geraubt von diesen zweifach verfluchten Unholden. Das ist zu viel, Zähn. Ich flehe dich an. Bürde mir nicht auch noch diese Last auf. Verflucht sei Ulagasch. Verflucht seien sie alle. Ulagasch versuchte, sie zu retten. Erzählt mir nichts von Opfern. Ulagasch war ein Droblock, genau wie der Rest von ihnen. Ich sagte ihr, dass keine Liebe zwischen den Droblock und unserem Volk Bestand haben kann. Und jetzt hat sie den Preis dafür bezahlt. Die Droblock kennen nur Blut, und Blut sollen sie haben. Sie hat mich gebeten, euch am weiteren Blutvergießen zu hindern. Meine Tochter wollte doch immer nur Frieden. Vielleicht wollte der Sohn des Häuptlings das auch. Doch ihr Blut hat dieses Land für immer befleckt. Es führt kein Weg zurück. Wenn ich die Droblock nicht aufhalte, wird das Leiden weitergehen. Der Fluch ist der einzige Weg, diese Sache zu beenden. Ein Fluch? Zaen, beantwortet meine Gebete. Die Droblock werden endlich bezahlen. Hallöchen. Ich muss mit euch sprechen. Warum diese Stimme unter dieser komischen Maske? Wer seid ihr? Ich bin der Herold von Zaen, dem Hüter des Gleichgewichts. Ich treibe die Schulden der Gläubigen ein und verteile sie um. Ich bin hier, um diese Spirale der Gewalt zu durchbrechen. Die Droblock haben ihre Schulden für den Tod von Matragors Leuten schon um ein Vielfaches beglichen. Sein Fluch wird Maulochs Zorn nur weiter nähren. Was heißt um ein Vielfaches beglichen? Von denen ist noch keiner gestorben. Also außer die zwei Leute, glaube ich, die ich jetzt umgebracht habe. Von welchem Fluch hat Matragor gesprochen? Er reicht sein Blut als Opfergabe dar und ruft den Wald selbst an, Gerechtigkeit walten zu lassen. Doch er strebt nicht nach Gerechtigkeit. Er strebt nach Rache. Zaen wird heute nicht noch mehr Blutvergießen zulassen. Aber ein Tod ist besser als viele.
Wenn ihr ihn nicht aufhalten könnt, dann muss ich es tun. Immer diese Matheaufgaben, ne? Was kann ich tun? Was ihr tun könnt? Das, was ihr tun müsst. Matragor hat schon zuvor sein Vertrauen in euch gesetzt. Ihr habt die Möglichkeit, ihn von seinem Weg abzubringen. Tja, da bin ich noch nicht so von überzeugt. Vielleicht kann ich ihn zur Vernunft bringen. Das gesprochene Wort kann die Zukunft stärker beeinflussen als die Tränen und das Blut Tausender. Wenn eure Worte glaubhaft klingen, wird Matragor vielleicht einen neuen Weg sehen. Ja, was ist, wenn ich ihn nicht überzeugen kann? Das ist eine gute Frage. Ich werde versuchen, ihn davon zu überzeugen, von seinem Fluch abzulassen. Zaen verlässt mich in der Zeit größter Not. Nach all dem gibt er mir nichts. Ich kann dieses Blutvergießen nicht weitergehen lassen. Sie haben meine Familie abgeschlachtet und mein Zuhause verwüstet. Sie werden für ihre Verbrechen büßen. Wenn Zaen mir nicht hilft, werde ich einen anderen finden, der mir Gerechtigkeit verschafft. Die Durblock hatten auch Verluste hinzunehmen. Es liegt an euch, das alles zu beenden. Das werde ich nicht tun. Sie müssen alle bezahlen. Hört ihr mich? Sie müssen mit ihrem Leben bezahlen. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich keine Drublock mehr auf diesem Land dulden. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann auch verstehen, auch wenn es jetzt hier um Rache geht und nicht um Gerechtigkeit, dass er den Tod seiner Tochter ausgleichen will sozusagen. Auch wenn es die Tochter nicht zurückbringt. Aber was das betrifft, kann ich es noch verstehen. Das habe ich aber jetzt schon gemacht, indem ich hier diese komische Anführerin da eben getötet hatte, die so wild geworden ist. Ich kann nicht verstehen, dass er jetzt so einen Hass auf das ganze Volk der Drublock hat. Bin ich ganz ehrlich, weil nur weil einer was falsch macht, heißt das ja nicht, dass alle anderen genauso sind. Klar, wenn die natürlich jetzt blind einfach den Befehlen gehorchen und eine Stadt angreifen, was sie ja schon gemacht haben, so wie ich es verstanden habe und gesehen habe, kann ich es natürlich auch nachvollziehen, aber wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, kriegt man nur einen Großbrand. Eure Tochter hat alles gegeben, um dieser Sache ein Ende zu setzen. Lasst die Opfer nicht vergebens gewesen sein. Dalaneth, wenn ich sie nur noch einmal sehen könnte, würde ich wissen, was zu tun ist. Ihr würden die Tränen kommen, wenn sie mich jetzt so sehen würde. Sie kannte nur Güte und Liebe. Warum habe ich überlebt, während sie sterben musste? Ihr habt recht. Ich muss das Gleichgewicht wiederfinden. Was werdet ihr jetzt tun? Zuerst werde ich zu meiner Tochter gehen, um sie ein letztes Mal in den Armen zu halten und zu versuchen, mich an die Lektionen zu erinnern, die sie mich gelehrt hat. Dann muss ich mich an den Wiederaufbau machen. Vielleicht finde ich so ins Gleichgewicht zurück. Wenn das meine Bürde sein soll, so trage ich sie gerne. Naja, gerne ist so eine Sache, ne? Aber ich verstehe schon, was er meint. Ja, viel Glück dabei, seine Tochter wiederzufinden, weil die liegt gerade im feindlichen Lager. Ich habe die nicht mitgebracht, was ich vielleicht hätte tun sollen. Was ich auch gerne gemacht hätte, aber das Spiel sieht es leider nicht so vor. Nichtsdestotrotz bin ich auch etwas irritiert, weil dieser... Ja, Schätzelein. Weil dieser Schrein im Hintergrund gehört doch zu einem orkischen Schrein, oder nicht? Warum beten die Waldelfen eigentlich einen orkischen Schrein an? Also wenn ihr euch ein bisschen mit der Lore auskennt, könnt ihr mir da gerne drauf antworten. Ansonsten lasst mich einfach verwirrt zurück. Das ist nicht schlimm. Das sind dann nur so kleine Feinheiten, wo ich mir dann immer denke, okay, das Symbol oder diese Axt, sage ich mal in dem Fall, hast du doch schon mal gesehen. Ich meine, das war bei den Orks. Warum beten die Waldelfen die jetzt an? Und ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, was das betrifft. Nichtsdestotrotz war es heute wieder eine, ja, doch gut lange Folge, die mich schon mal wieder ein bisschen mitgenommen hat, weil ich hasse solche Folgen, wo eben Leute sterben müssen. Und ganz besonders, wenn es Leute sind, die eben auf der guten Seite stehen, wobei
ich immer noch finde, dass es im Leben nicht wirklich eine gute oder eine schlechte Seite gibt, sondern nur fehlgeleitete Menschen. Von daher, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mit diesen Worten bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!